Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Bei Handwerk steht eine 1. Arzneien, Nahrung positiv. Gebratene Hackfresse, ja. Herzhaftes Frühstück. Kappa-Tee. Bräuchte ich nur Wasser und Kappa-Blatt. Matrosenbrei. Düsterbräu. Ja, will ich wissen, Nahrung unglaublich, was man dafür Bankett des Captains, aha. Da brauche ich einen leuchtenden Hummer dafür. Austern und Rum. Haifischsuppe. Gut, abgehangenes Haifischfleisch, ja gut. Sprengstoffe, Tränke. Ja. Trank der kleinen Heilung, Trank der starken Heilung, viel zu viel Zeug. Auch Arzneien, Todesauge. Achso, das wird wahrscheinlich ein Gift sein. Wirkzeit, Erholungsgeschwindigkeit, keine Ahnung, was es macht. Ist egal. Kommen wir erstmal zum eigentlichen Thema, was ich gerade sagen wollte. Wir haben neue Gegenstände bekommen, wie man hier unten lesen kann. Wir haben den Schädel der heiligen Troka, einen Bugshot und eine Obsidianflagge gekriegt. Wobei Bugshot hier eben der Vogel ist. Der macht Intelligenz plus 1, wenn ich ihn ausgerüstet habe. Ich kann den anderen beiden leider kein Begleittier geben. Und ja, das andere ist ein Säbel. Den man scheinbar nur in die Zweithand legen kann. Ja. Gut. Das sind nämlich die Pre-Order-Gegenstände, genauso wie die Obsidian-Flagge. Die müsste ich jetzt hier im Schiffsinventar haben, genau. Was macht die? Dies ist die Flagge des Geheimnisses von Obsidian-Ordens. Ja, Obsidian halt. Obsidian Entertainment. Und das ist meine Dürrwald-Flagge halt. Und ich kann die Farbe verändern. Ja, unzureichende Mannschaft. Ich muss noch die anderen Seemänner holen. Gut. Ich muss erstmal das Schiff überhaupt wieder seetauglich kriegen. Und das machen wir ja dadurch, dass wir dem... Watch your weight. Ja. Kupferhaufen habe ich erhalten. Xoti krümmt sich und stützt ihre Hände kurz auf ihre Knie, bevor sie sich Schweiß von der Stirn wischt. Sie keucht, um wieder zu Atem zu kommen und sieht dich mit einem strahlenden Lächeln an. If you'll spare me a minute, I'd like to perform a last rite for these poorly departed souls. Wenn du mir eine Minute gibst, würde ich gerne das letzte Ritual für diese armen, verstorbenen Seelen vollziehen. Sie greift nach der Laterne an ihrer Hüfte. Please, Watcher. Without my guidance, they might have a hard time finding the light. Bitte, Wächter, ohne meine Führung haben Sie vielleicht Schwierigkeiten, das Licht zu finden. Hier gibt es keine verschiedenen Seelen. Ich werde es erlauben. Was passiert, wenn Sie das Licht nicht finden können? Wir haben keine Zeit dafür. Ja, hier gibt es keine Seelen. Was meinst du? Just look at all these corpses. Was meinst du damit? Schau dir nur die ganzen Leichen an. Sie winkt mit der Hand herum, als ob das alles erklärte. Die Seelen dieser Leute wurden von Eotas ausgesaugt. Ihre Leichen sind nur leere Hüllen. Ich bin ein Wächter. Wenn es hier Seelen gäbe, dann würde ich sie sehen können. Ich werde es erlauben. Was passiert, wenn sie das Licht nicht finden können? Wir haben keine Zeit dafür. Ja, die Seelen sind aufgesaugt worden. Sind sie deswegen so aschig? Sie kraust die Nase. Ganz genau. Iotas hat einen Beerwick verursacht, als er hier durchkam. So it's not just symbolism in my dreams. I saw my God walking through storms. Didn't know he created them.
Doch, das tut er. Also ist das nur nicht nur Symbolik in meinen Träumen. Ich sah, wie mein Gott durch Stürme läuft. Wusste nicht, dass er sie erzeugt hat. Well, I do thank you for shielding my pride, Watcher. I figure it's better to be safe than sorry. So if you don't mind, I'll just do a calling, real quick. Ich bin dankbar, dass du meinen Stolz beschützt, Wächter. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Also wenn es dir nichts ausmacht, dann mache ich ganz schnell einen Aufruf. Ich werde es erlauben. Echt nett von dir. Sie grinst glücklich, sie macht zwei entschlossene Schritte nach vorn, zieht ihre Sichel aus der Scheide, greift zu ihrer Laterne und schwingt beide in einer Abfolge gut eingeübter Bewegungen. Soti singt, wirbelt herum und lässt ihre Waffe durch die Luft schneiden. Ihre Stimme hebt und senkt sich in einer Art Beschwörung. Ein Aufruf an alle verstorbenen Seelen, die noch hier weilen. This here's a final call for all souls. Last stop for the lost. Gather round now, I'll cut you loose and haul you into the light. Dies ist ein letzter Aufruf für alle Seelen. Der letzte Halt für die Verlorenen. Versammelt euch jetzt um mich, ich schneide euch los und befördere euch ins Licht. Soti schwingt die Laterne schneller und schneller, spreizt die Beine und wirft dann ihre Arme hoch über den Kopf. Ja, Nachtrag hinzugefügt. Die Laterne klappert in die Hand und das Licht darin leuchtet grell. Du hältst den Atem an und in der Stille scheint es fast so, als sollte eine Seele von einem Leichnam emporschweben, in der Luft zittern und schließlich in die verblassende Helligkeit der Laterne eingesaugt werden. Aber die aschfahlen Körper sind ihrer Seelen beraubt und Sotis Licht vergeht, ohne etwas zu erhalten. Nichts sagen. It's my honor duty to reap and shepherd departed souls during their journey to being reborn. With Aeth is dead, me and the other Reapers gotta gather as many souls as we can. Oh je, Reapers, das ist eine tolle Bezeichnung. Es ist meine ehrenvolle Aufgabe, verstorbene Seelen zu erden und auf ihre Reise zur Wiedergeburt zu führen. Da Eotas tot ist, müssen ich und die anderen Ernter so viele Seelen ernten, wie wir können. We'll keep him safe until Gon returns to hell and can take him into his divine embrace. Wir sorgen dafür, dass sie sicher sind, bis Gon nach Hell zurückkehrt und sie in seine göttliche Umarmung schließen kann. Was meinst du? I'm keeping lost souls. And here. Ich bewahre verlorene Seelen auf, hier drin. Sie tippt an den Metallrahmen der Laterne. And that's all I care to say for now. Let's go. Das ist alles, was ich momentan noch sagen möchte. Gehen wir. Sie nickt, bevor sie losgeht. Noch mehr Kupferhaufen. Ratiti-Wurzel. Werden Kupferhaufen eigentlich hier irgendwo abgelegt oder kriege ich die einfach als Geld? Ich kriege die, glaube ich, als Geld. Sonst hätte ich nämlich jetzt nicht mehr Geld. Gehen wir erstmal hier oben vorsichtig lang. Ach ja, hier noch mehr Adras-Statuen. Naja, groß scheint das Gebiet ja nicht gerade zu sein. Wir könnten es hier wieder verlassen. Was ich eigentlich nicht wollte. Es kommt keine Sicherheitsabfrage. Das sollte ich mir angewöhnen. Es ist ja auch halt anders als im ersten Teil. Wo man die Gebiete halt angrenzend entdeckt, indem man auf den Kartenrand in die entsprechende Richtung klickt. Ein bisschen wie in Baldur's Gate 1. Oder auch wie in Tyranny, wo man die Gebiete erst durch irgendwas entdecken muss, um hinreisen zu können. So, wieder zurück in die Ausgrabungsstätte. Der Tropensturm hat aufgehört. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal auf einem unteren Rand entlang. Da finden wir nichts. Weil da ist schon Ende. Yummy, noch mehr Schiffszwieback. Ah, 12 Silberlusken. Das hat auf jeden Fall Geld gegeben. Nochmal 13 Silberlusken hat nochmal etwas Geld gegeben.
Ja, hier können wir runter. Ich will mich erst außen im Außenbereich fertig umsehen, bevor ich Schwarzpulver fass. Hm? Absolutely. Und nochmals Fass. Oh, ein junger Panther. Ja. Yeah. Hm? Okay. Entweder hatte Eotas Goldsohle. Noch mehr Goldsohle. Das sind wir über 300, weil die sind gut was wert. Oh, Reis. Reis ist immer gut. Und Reis war ebenso. Das finde ich jetzt richtig cool, dass man wieder Salz und Wasser, dass man wieder Sachen zerdeppern kann. Also, was heißt wieder? Dass man wie in Baldur's Gate, naja, eigentlich war es nicht mal in Baldur's, doch, in Baldur's Gate konnte man Fässer zerhauen. Quartier des Vorarbeiters, Arena Unterebene. Of course. Wird mir das zufällig auch alles markiert? Ja, Eotas Fußstapfen. Gekritzelte Notiz, Schlacke. Ein häufiger vulkanischer Stein, der oft an der Küste gefunden wird. Schlacke kann vielen Farbtönen von dunkelbraun bis fast lila haben. Ah, also Vulkanstein. Hm? Ferris, nimm diese Münzen mit in das Huana-Dorf und sieh zu, ob du dort irgendjemanden finden kannst, der bereit ist, gegen Bezahlung eine Woche lang zu buddeln. Versuch es zuerst bei denen aus der unteren Kaste, den Roparu. Sie sind harte Arbeit gewohnt und verlangen nicht nach mehr, als ihnen zusteht. Ja, Ausnutzung der Bevölkerung. Wer auch immer hier war, wollte... Ein Lindwurm? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Achso, mal gucken. Ah, hier ist mal wieder Ausrüstung drin. Wer auch immer hier war, wollte eine Tasse Tee trinken, hat sie aber halb voll zurückgelassen. Wahrscheinlich einer von den Aschernen. Warnung, extreme Gefahr darin. Auf Befehl von Odessi ist die Trinkzeit von jeglichen Erkundungsgängen ausgenommen. Weder Tetano-Buchseite noch mehr Schlacke. Schriftrolle der kleinen Heilung. Was steht hier drin? Was auch immer Odessi mit der letzten Charge gemacht hat, es funktioniert. Wir beobachten eine sehr viel höhere Essenzkonzentration im geernteten Adra. Ich wünschte, er würde uns einfach verraten, wie er das angestellt hat. Einer unserer Huana-Arbeiter hat beim Transport einer Kiste den Stromschlag seines Lebens bekommen. Dazu kommt noch der eine, der letzte Woche blind geworden ist. Alles, was Odessi dazu zu sagen hat, ist, dass sie unvorsichtig wären. Ich bezahle die Familien dieser Insulaner immerhin aus eigener Tasche. Wenn das also so weitergeht, werde ich der Idiot sein, der mit weniger Geld aus dieser Unternehmung hervorgeht, als ich anfangs hatte. Es. Naja, die Sachen sind hier. Bei Sonstiges, da ist auch lustigerweise der Schädel der heiligen Drucker. S. Das ist die durchnetzte Notiz und das ist auch wieder S. Gestrandet oder Ressi finden.
Genau. Ah nee, das ist Gouverneur Clario. Keine, also noch keine Ahnung, wer es ist. Das ist immer noch die antike Trainingshalle. Eine einsame Katze. Goscha im Lager abgelegt. Wahrnehmung. Während Goscha dir folgt, erhältst du einen Bonus auf Wahrnehmung und die Chance auf kritische Treffer durch gegnerische Waffenangriffe an deiner Gruppe sinkt. Erhältst du einen Bonus auf Intelligenz und deine. Ah, gruppenweiter Effekt. Das sollte ich mir auch mal ansehen, was da immer steht. Heilung durchgeführt. Ja, 10% der kritischen Treffer werden in Treffer umgewandelt. Warnung, extreme Gefahr darin auf Befehl, ja.